So, herzlich willkommen. Berlin und die Welt, habe ich gelernt. Online sind bestimmt ein paar mehr da. Ja, als erstes möchte ich mich bei meinen Kollegen bald für die Mitarbeit bedanken. Das gehört sich so. Vor allem Special Grüße an Ronny Röbert, der heute leider krank verhindert ist. Und ich muss alleine hier den Vortrag wuppen. Aber ich gebe mein Bestes, dass ich das hinkriege. Christiane Schäffle aus Flensburg hat auch mitgearbeitet. Und meine werte Kollegin Anja Lorenz, die, glaube ich, heute auch schon eine Online-Session gehalten hat. Also wir sind hier stark vertreten. Und jetzt müssen wir loslegen. Wir haben ja keine Zeit. Wir müssen wichtige Sachen besprechen. Und wie schon anmoderiert worden ist, es geht um leerstehende Innenstädte. Das Problem kennen wir mehr oder weniger alle. Entweder Leerstände, zu viele Friseure, Dönerbuden, aber irgendwie nicht mehr die Geschäfte, die da sind in diesen Innenstädten. Und wir fragen uns, also in Lübeck, ich kann ja für Lübeck speziell berichten, aber ich weiß, in anderen Innenstädten ist das Problem mehr oder weniger das Gleiche. Wir haben, oder woran liegt es, dass diese Leerstände so groß sind? Es gibt in Lübeck jedenfalls eine sehr starke Diskussion darüber, dass wir zu wenig Parkplätze haben. Und deswegen, ich glaube, das ist in Berlin auch so, dass hier wurden auch einige Straßen abgesperrt und mit viel Widerstand da gesagt, nein, da fallen die Umsätze zusammen. Studien sagen, das liegt nicht an den Parkplätzen und an dem Verkehr, weil mehr Umsätze werden durch Personen geschaffen. Aber wir wollen hier ja keine Architektur-Bauwesen-Vorlesung machen. Sondern gucken uns mal ein bisschen an, wie die Diskussion darüber läuft, was wir machen können. Wir haben nicht nur das Parkplatzproblem. Wir haben das Problem der grünen Wiese. Wir haben Fachkräftemangel, also Fachverkäufer sind nicht mehr da. Mietpreise sind gestiegen. Homeoffice. Wer von euch macht Homeoffice? Alle, ne? Geht man dabei in der Innenstadt einkaufen? Bleibt man zu Hause und so weiter? Ne? Die Büroräume sind leer in der Innenstadt. Und ich habe mal gelesen, dass es ungefähr 50 Wohnungen gibt in Hamburg zwischen dem Hauptbahnhof und dem Jungfernstieg. Also, und diese ganzen Büroräume, die da jetzt sind, die sind halt leer, weil wir zu 80%, 50% Homeoffice machen. Und natürlich haben wir Corona und die Energiepreise und so weiter. Also es gibt vielfältige Gründe, warum die Innenstädte leer sind. Und das betrifft nicht nur Lübeck. Es betrifft natürlich auch die ganze Republik. Ist es bekannt bei Ihnen, bei euch? Wer hat Leerstände in der Innenstadt? Alle, ne? Einer nicht, doch. Wir haben hier, ich weiß, Dortmund wurde mir gezeigt, C&A war das? Ja. Also es betrifft mehr oder weniger alle. Shopping ist nicht mehr so beliebt, wie es früher einmal war. Oder Shopping könnte tot sein, wegen der Digitalisierung, wegen Amazon, wer nutzt es nicht? In Lübeck, können wir uns mal die Online-Karte ein bisschen angucken, haben wir eine recht gute Situation. Das heißt, das Zentrum, wo diese vier lila Flecken sind, dort ist unser Hauptgeschäftsbereich, wo auch die Leerstände sind. Drumherum, von der Innenstadt, diese etwas helleren Flächen oder die etwas außen sind Wohnbereiche. Also bei uns in der Innenstadt Lübeck, auf dieser Altstadtinsel, leben ungefähr noch 15.000 Leute. Das heißt, abends kann man weggehen und dann in gemischten Bereichen sind Restaurants, Museen und so weiter. Also wir haben noch eine relativ funktionierende, lebendige Innenstadt, aber doch trotzdem viele Leerstände im Zentrum. Da, wo die Hauptverkaufsflächen sind. Trotzdem, Weltkulturgut haben wir. Wir haben Museen, wir haben die Hanse. Wir können darauf ausbauen. Wir haben inzwischen alternative Verkehrskonzepte, arbeiten wir dran. Wir haben einen relativ guten Eventbereich, Szeneleben. Naja, und wie gesagt, wir haben die Hanse, Königin der Hanse. Lübeck war mal die reichste Stadt der Welt im 13. Jahrhundert. Gucken wir es nochmal ein bisschen ran. Wir haben uns damals ein bisschen Gedanken gemacht, was macht eine Innenstadt überhaupt aus? Eine Innenstadt. Innenstadt definiert sich über das Wirtschaftszentrum, über die politische Zentrum, also das Rathaus ist es in der Innenstadt. Und es ist der kulturelle und soziale Mittelpunkt als auch architektonisches Erbe.
Architektonisches Erbe ist bei uns Holstentor, Marienkirche etc. Und natürlich Buddenbrockshaus. Lübeck hat 3 Nobelpreisträger, Günter Grass, Willy Brandt und Thomas Mann. Was uns ein bisschen fehlt in der Innenstadt, und ich glaube, das ist bei vielen Innenstädten ähnlich, ist Bildung und Forschung. Wir sind inzwischen mit den Hochschulen etwas außerhalb gelandet. Auf jeden Fall in Lübeck sind das so 5 Kilometer außerhalb. Ich weiß von anderen Hochschulen, dass die Campusse sind außerhalb, sind ja auch groß geworden und so weiter. Das heißt, wenn wir eine Abendveranstaltung haben oder irgendwie was transportieren wollen, dann müssen die Leute in die Hochschule kommen, ins Audimax kommen, in den Hörsaal kommen, und wir kommen nicht zu der Bevölkerung direkt. Wir haben keine Orte unbedingt in der Innenstadt. Das wollen wir ändern. Aber funktioniert das? Das ist die große Frage. Und wir haben uns hier eine schöne Umfrage rausgesucht. Und wenn wir die Bevölkerung fragen, was stellen Sie sich in der Innenstadt vor? Was soll da erreicht werden? Was erwarten Sie, was es dort abgebildet wird? Dann sagen die meisten Geschäfte, Bummeln, Freunde treffen und so weiter. Aber Bildungsangebote in der Stadt, das ist so auf dem drittletzten Platz. Aber kann man die Gesellschaft fragen nach einer Veränderung? Also dieses schöne Zitat von Henry Ford, wenn ich meine Kunden gefragt hätte, was sie wollen, dann hätten die damals gesagt, nicht Auto, sondern schnellere Pferde. Hätte Steve Jobs gefragt, wie das Telefon der Zukunft aussehen sollte, hätten die Kunden nicht gesagt, eine Glasscheibe ohne Tasten, sondern die Nokia-Benutzer hätten gesagt, mehr Akku oder sowas oder ein größeres Display. Also ich glaube, es ist nicht zielführend, wenn wir über Change, über Änderung, Transformation nachdenken, unbedingt die Kunden zu fragen, sondern zu versuchen, den Kunden etwas Neues zu geben. Und das versuchen wir in Lübeck. Ein anderes Problem, was wir dabei haben und was wir versuchen zu lösen, ist ja, dass wir versuchen, mit der Bildung in die Gesellschaft zu kommen. Und ich spreche hier ausdrücklich von Gesellschaft und nicht von Hochschulen. Wir wollen, dieses Zauberwort, die wir dazu sagen, heißt Öffnung der Hochschule. Wir wollen also mit unseren Weiterbildungsangeboten, mit neuen Kursangeboten, mit Formaten, die wir auch ohne Ende gefördert kriegen, die Gesellschaft erreichen. Gucken wir uns da mal auf die Statistik an und schauen wir an, wie bereit ist denn Deutschland für die Weiterbildung? Und die Statistik sagt hier aus der Europa-Statistik sagt ziemlich klar, ungefähr 8%, nur 8% der deutschen Bevölkerung bildet sich weiter. Das ist ungefähr eine statische Linie. Diese Linie hat sich nicht verändert. Wenn man jetzt die letzten 8 Jahre, bin ich durchgetickert bei der Statistik, wir haben immer 8%. Das Erstaunliche dabei ist, dass die anderen Nachbarländer steigend haben. Also vorher waren wir vielleicht waren wir 5 Plätze weiter oben, hatten damit auch 8%, waren wir im Mittelfeld, aber jetzt gehen wir immer weiter runter, weil der Rest von Europa bildet sich weiter, wir nicht. Wir bleiben. Und das Schöne ist, dass alte Menschen wie ich noch weniger sich weiterbilden, also noch weniger Offenheit haben, das zu machen. Warum ist aber diese Weiterbildung so wichtig? Und da kommen wir, wie in den Sessions schon vorher gesagt, zu den Future Skills. Wir leben in einem Zeitalter der Transformation, und zwar auf mehreren Ebenen. Wir haben einmal die Transformation des Verkehrskonzeptes, das kennt wie jeder. Wir ändern gerade, wir gehen vom Auto zu dem Fahrrädern, zu E-Bikes, also Mobilitätswende nennen wir das. Wir haben aber auch die Veränderung in der Energieverbrauch, fossile Energie zu PV, Ökostrom, erneuerbaren Energien. Und wir haben in der Bildung die Veränderung der KI. Also wir brauchen, die Fachkompetenzen fallen immer weniger ins Gewicht. Wir wissen, die KI kommt. Wir brauchen neue Kompetenzen, das wurde den ganzen Tag schon gesagt, Kreativität, Flexibilität. Wir wissen auch, dass sich unser Verhalten ändert, New Work, Homeoffice etc. Und wenn wir weiterhin im Job bestehen bleiben wollen, müssen wir die
die Angebote an den Mann bringen. Also wie kriege ich das, es hin, in die Gesellschaft neue Angebote in die Fußgängerzone zu planen, zu pflanzen. Das ist die Vision, die wir in Lübeck haben. Und dazu sagen wir halt, wir wollen die Technologie durch innovative Räume entmystifizieren und die zum natürlichen Bestandteil des Lernens machen. Ein Leuchtfeuer der digitalen Aufklärung und Innovation. Hört sich toll an, hat der Präsident der Musikhochschule, glaube ich, bei uns geschrieben. Wichtig ist eigentlich die Zeile darunter. Wir haben mit unserem Lernort in Lübeck ein Konsortium gebildet mit 37 Partnern. Das heißt also nicht, wir gehen da als Hochschule rein, sondern wir haben ein gesamtgesellschaftliches Bündnis geschaffen, der versucht, diese Transformation in die Bevölkerung zu vermitteln. In die Arbeitgeber, Vereine, Verbände haben wir gewonnen, wir haben die Kommune, wir haben Wirtschaftsunternehmen und wir haben natürlich auch die Bildungsträger, Hochschulen. Alle Lübecker Hochschulen sind dabei. Wir haben 3 Stück, wir haben auch Außenposten, wir haben die Berufsschulen mit an Bord, wir haben die Schulen mit an Bord. Das ist echt eine Leistung und jeder versucht hier ihren Beitrag zu machen. Und auch hier packt Schleswig-Holstein ein neues Konzept an, sagen wir mal, oder wir versuchen etwas. Und falls Stefan zuguckt, nochmal Special Thanks nach Kiel. Stefan Lemke hat das möglich gemacht, den Antrag gestellt. Er hat nämlich von Europa für das Land Schleswig-Holstein 38 Millionen Euro eingeworben. Und mit diesen 38 Millionen Euro bauen wir jetzt in ein Netzwerk in Schleswig-Holstein an, was insgesamt an 4 Orten 6 Lernorte konzipiert. Das heißt, in Flensburg, in Heide, in Lübeck und 3-mal in Kiel werden wir physische Lernorte umbauen, konzipieren, erweitern und erschließen. Und alles zusammen werden wir vernetzen. Insgesamt, jeder dieser Lernorte hat ein eigenes Konzept. Und insgesamt haben wir dort über 100 Partner. Also Lübeck hat 37 Partner, die anderen Standorte kommen auch noch mit dazu. Und der Schwerpunkt bei diesen ganzen Aktivitäten sind die sogenannten Future Skills, die wir hier vermitteln wollen. Also Future Skills in die breite Gesellschaft bringen, über die Satelliten der einzelnen Lernorte, wo wir hybride Veranstaltungen, Präsenzveranstaltungen als auch Online-Veranstaltungen koordinieren wollen. Gucken wir uns das nochmal im Netzwerk an. Also jeder, so ist unsere Vision, jeder dieser zentralen Lernorte sollte wie ein Satellit wirken, also eine Verstärkung machen und als Door-Opener den Raum erschließen um diese Städte. Dadurch, dass wir halt viele, viele Partner mit Letter of Intent gewonnen haben. So sind wir nicht alleine. Nicht nur die Hochschulen können das. Ne? Wir können das nicht alleine machen. Ne? Und die Partner, haben wir ein Coaching-Programm entwickelt, das macht Flensburg bei uns. Die werden ausgebildet für verschiedene Szenarien oder verschiedene Angebote und Vermittlungskompetenzen. Wir entwickeln Online-Kurse, Schulungsprogramme, damit die Partner die sogenannten Future Skills oder Angebote koordinieren können. Manchmal ein paar Angebote werden wir auch selbst erzeugen, das ist aber relativ wenig. Diese neuen Lernräume kosten natürlich unglaublich viel Geld. Ne? Die Konzepte sind frei, die sind nicht vorgegeben. Jeder Raum, jeder Lernort hat eine eigene Vergangenheit, eine eigene Zukunft. Jede Stadt hat eine eigene Identität. Lübeck hat zum Beispiel die Hanse mit der Innenstadt, das innenstadtnahe Zentrum. Und wir können dort, weil wir im Umfeld viele Schulen haben, können wir dort die Schülerinnen relativ nah in den Lernort bringen. In Flensburg sieht das anders aus. In Kiel haben wir die Musikhochschule, die dort einen mobilen Lernort machen möchte und von Veranstaltung vielleicht ziehen möchte. Das heißt, wir drücken kein Konzept den Lernorten auf, sondern wir lassen jeden Lernort seine Identität sich selbst entwickeln und seine Stärken fördern. Wir wissen jetzt noch, in Heide haben wir jetzt die größte Wirtschaftsansiedlung mit Northvolt, der Batteriefabrik, vielleicht hat das eine oder andere gelesen. Die haben ganz andere Bedürfnisse an einen Lernort, wie wir jetzt in Kiel oder in Lübeck. Und diese Angebote haben wir jetzt mal in 4 großen Kategorien unterschieden. Das können sein, diese
Groß-Events. Diese Groß-Events, wie zum Beispiel jetzt am Wochenende in Lübeck, Hanse Kulturfestival. Die Woche der KI haben wir auch in Lübeck. Watercon Festival in Kiel oder auch die digitale Woche Kiel. Ich weiß gerade, wurde dort präsentiert. Ja. Die könnten diese Vortragsräume, diese Lernorte nutzen. Wir können Veranstaltungen dort machen, ganz einfach, Vorträge, Leute einladen. Diese Vorträge könnten natürlich auch auf Tournee gehen in Schleswig-Holstein und von Lernort zu Lernort hobbeln. Ne? Also dann haben wir gleich 5 oder 4 Bühnen, wo einer jeden Tag, an anderen Tag, an einem anderen Ort einen Vortrag halten kann. Wir können Diskussionsrunden, Meetups dort machen, Learning Circles, Science Slam, ne? Barcamps etc. Aber auch die ganz normalen alten, also nenne ich immer alten Oldschool-Präsenzkurse. Ne? Wir laden ein, so wie ich jetzt hier auch. Ne? Ich erzähle frontal zu euch und ihr hört mir begeistert zu und habt Spaß daran. Das ist die Zukunft der Bildung, sage ich manchmal. Wir können Schulangebote umsetzen. Wir können Hybridveranstaltungen machen, so wie hier auch. Aber was mich reizt, also ich bin ja mehr so ein Techie, sind die Online-Kurse. Die Online-Kurse, die wir einbinden, die können dort akademische ECTS-Kurse, anrechenbare Kurse machen. Wir haben MOOCs, wer das vielleicht kennt, ne, die Massive Open Online-Kurses. Wir haben in Lübeck den MOOC-Hub mitentwickelt. Also wir haben knapp 1000 Online-Kurse, die wir einbinden können. Wir haben die Weiterbildung. Also wir sprechen hier von formeller als auch informeller Bildung. Und ich finde, das ist unglaublich wichtig, das zu betonen, dass wir nicht hier den akademischen Blick drauf haben und sagen, hier machen wir Hochschulangebote, sondern wir wollen halt Wirtschaft, Schüler, Gesellschaft, Bürgerinnen und Bürger ansprechen. Jetzt kommt natürlich mein Part, nämlich als Technikleiter von dem Projekt ist für uns wichtig, dass der Hub, die Vernetzungsplattform zwischen diesen ganzen Präsenzorten entwickelt wird. Das ist die Hauptaufgabe der TH Lübeck, wo ich auch sitze. Und dieser Hub entwickelt halt ein Netzwerk, wo wir zum Beispiel ein Buchungssystem implementieren. Das Buchungssystem, das ist ganz interessant, das haben wir ich habe ein bisschen Zeit, sehe ich noch, haben wir in Süderbrarup entdeckt. Und Süderbrarup, wer es nicht kennt, also Werner lesen, da ist es ein berühmtes Fußballspiel, hat da stattgefunden. Und Süderbrarup hat ein sehr außergewöhnlich gutes Buchungssystem entwickelt und sind auch als digitale Community schon ausgezeichnet worden und haben ein paar Förderungen bekommen und haben dort dieses Buchungssystem gemacht für die Feuerwehr, Geräteräume und so weiter zum Buchen und Verwalten und von Makerspaces etc. Und dieses Buchungssystem Open Source haben wir jetzt bei uns oder binden wir jetzt gerade in den Hub ein. Und Süderbarup möchte aber auch mit seiner Teil seiner Community, mit seinen Orten, mit Makerspaces, die sie schon recht weit haben, Teil der Community werden. Und so kann man vielleicht, hoffen wir, dass es mehr Süderbarups gibt in Schleswig-Holstein als nur eins. Und dass wir dort dann die Community wachsen lassen können. Das ist alles so ein bisschen Zukunftsvision. Wir entwickeln natürlich auch ein Identity Management. Lübeck ist sehr bekannt dafür, dass wir stark sind in Zertifikaten, Metadaten, Standardisierung, Kompetenzen. Wir werden in diesem Hub halt für die Online-Kurse kompetenzbasierte Angebote machen. Wir machen eine KI-Verschlagwortung. Wir wollen Empfehlung, Recommendation-Systeme machen, so dass es idealerweise ist, wenn wir eine Veranstaltung in der Lübecker Innenstadt haben, kommt ein Bürger vielleicht an, kann den QR-Code fotografieren, nimmt dadurch an der Veranstaltung teil und kriegt automatisch später seine Teilnahmebescheinigung von dieser Veranstaltung, wo er zufällig reingekommen ist, mobil auf seine Wallet in die Smartphone reingespielt. Das ist so der Grundgedanke von unseren Lernorten. Also so, dass sich der Bürger gar nicht richtig anmelden muss, sondern QR-Code,
Eintritt, kostenfreies Angebot, Weiterbildung partizipieren, Neugier auf andere Angebote, Teilnahmebescheinigung, Wallet. Und am liebsten das noch kompetenzbasiert mit Taxonomien und so weiter. Dazu testen wir rum, entwickeln wir. Wir haben, sind da bei dem KI, mit dem KI-Campus, der hat ja auch heute auch schon geredet. Wir sind mit dem Bildungsraum im Gespräch. Wir selber sind Teil vom MOOC-Hub und so weiter. Und worauf ich besonders stolz bin, ist, dass wir die erste Plattform sind, die jetzt neu gebaut wird. Ich meine, Deutschland ist stark in neuen Plattformen bauen, ne, habe ich auch erfahren, die in der Post-ChatGPT-Zeit ist. Also wir haben das erste Mal die Chance, eine Plattform zu entwickeln, wo wir KI mit konzipieren können. Das ist so ein ganz großer Unterschied. Ja, und dann bin ich sogar richtig schnell in der Zeit, habe ich gemerkt. Ich habe auch schon auf diesen Knopf bekommen, dass ich ein paar Minuten nur habe. Und dann nochmal vielen Dank für eure Lebenszeit, dass ihr mir jetzt uns zugehört habt. Ich bin ja auch in Vertretung. Hier nochmal meine Kollegen. Und wenn wir jetzt noch irgendwelche Fragen haben, dann haben wir noch 5 Minuten. So viel ich weiß. Unbedingt. Vielen Dank, Andreas. Wenn das nicht die sympathischsten Profilfotos für eine Webseite sind. Ja. Sehr schön. Ich hätte Fragen, aber ich hoffe, es kommen noch Fragen im Chat rein. Wenn ja, dann schreibt sie schnell rein, damit wir hier die mit einbauen. Und gibt es Fragen im Publikum? Gerne die Hand hochheben. Da ist schon die erste Frage. Wunderbar. Haben wir noch mehr Fragen? Wer traut sich? Wer will? Hier vorne noch eine. Wunderbar. Wir starten hinten. Ja, vielen Dank erstmal für den interessanten Vortrag. Also ich komme von der Hochschule Bremen, nicht ganz so weit weg, also auch aus dem Norden. Aber meine Frage zielt dahin, das ist ja jetzt Weiterbildung an verschiedenen Lernorten. Sie werden nicht bezahlt, sagten Sie gerade. Es ist also unbezahlt. Ich kann jederzeit dorthin gehen, kann also quasi an einem Kurs teilnehmen. Wie finanzieren Sie das dann? Also unbezahlt ist es in der Projektlaufzeit. Erstens mal so. Und wir haben auch ganz klipp und klar gesagt, dass wir kein Bezahlsystem implementieren. Und die Angebote sind ja öffentlich. Also die Online-Kurse gibt es ja jetzt auch schon. Die sind frei zugänglich, die sind kostenfrei. Und auch die Angebote von den Partnern sind kostenfrei. Also wie sie das finanzieren, es gibt ja Förderungen dafür oder Volkshochschulen, die wieder bezahlt werden. Da stecke ich nicht genau drin, aber ich weiß ganz genau, wir haben kein Bezahlsystem. Also die nächsten 5 Jahre sind die kostenfrei. Hier vorne gab es noch eine Frage. Ah, da ist das Mikro. Kannst du noch was zu den Räumlichkeiten sagen, wo diese Hubs aufgebaut werden in den Zentren? Weil ich komme ja aus Dortmund und da ist die Erfahrung so, dass die Besitzer der Immobilien die lieber leer stehen lassen, anstatt sie zu einem guten Kurs an Hochschulen zu vermieten. Ja, ich kann das nur für Lübeck recht gut beantworten. Bei uns ist Karstadt pleite gegangen, also geschlossen worden, auf jeden Fall Sport Karstadt. Jetzt auch das andere Hauptgebäude, wir haben 2 daneben. Und da ist die Stadt hingegangen, wir hatten Mangel an Schulgebäuden. Und wir haben Geld in die Hand genommen, Förderung, eine andere Förderung. Stadt Lübeck hat Karstadt gekauft, das Gebäude. Und dort haben wir ein Space im Erdgeschoss bekommen für den Lernort. Und im Stock 1, 2 und 3 werden Klassenräume für Schulen gebaut. Oder im Stock 1 können auch Makerspaces, Bibliotheken, Musikhochschule. Da gibt es ein Konzept von der Stadt Lübeck. Und wir haben ein Teilkonzept sind wir. Aber was bei den anderen Städten ist, weiß ich nicht genau. Wir haben noch mehr Zeit für Fragen. Wenn es welche hier vor Ort gibt, gerne die Hand hoch. Im Chat sind, glaube ich, noch keine Fragen reingekommen. Also traut euch, schreibt noch schnell eine Frage in den Chat. Wir haben noch die Zeit. Was sind deine Tipps für gutes Stakeholder-Management? Da sind ja die unterschiedlichsten Organisationen und Stakeholder, die ihr zusammenbringt. Was braucht es, damit das flutscht und schnell vonstatten geht? Ah, das dürfte ich fast nicht erzählen. Also, also wir haben jetzt zum Beispiel das Hanse-Kultur-Festival und die Leute, die brennen mitzumachen. Also merkt richtig, die Leute haben richtig Lust, stehen in den Startlöchern. Wir hatten richtig Probleme mit der Förderung, dass es überhaupt angefangen hat, Leute einstellen. Wir stehen ja jetzt gerade erst am Anfang. Und dann wollen wir starten und jetzt kommt zum Beispiel der Brandschutz und sagt, wir können noch nicht aufmachen zum Hanse-Kultur-Festival, der Brandschutz ist noch nicht abgenommen. Also das sind solche Probleme, da hast du das beste Konzept,
kommst Rost nicht ins Rollen, weil geht nicht ohne Brandschutz. Und vielleicht haben wir jetzt halt, können wir das Kanse Kulturfestival nicht mit als Opener reinbringen. Und das sind so Probleme, wo man denkt, wie kriegt man die Motivation da wieder hin, also bei den Kollegen? Und ist schwierig. Andererum merke ich aber, dass in den Konferenzen, wir haben halt sehr viel an Kommunikation und Austausch, machen wir. Wir haben eine sehr offene Gesprächskultur bei diesem Projekt. Dass die ganzen Standorte, die brennen vor Ideen. Also anscheinend will die Gesellschaft so ein Projekt. Mhm. Also das hoffen wir auf jeden Fall. Dann, vielleicht bin ich nächstes Jahr nochmal da und kann vom ersten Jahr einen Rückblick zeigen. Yeah. Aber bisher stoßen wir auf sehr viel positive Resonanz. Also ein Stakeholder-Problem haben wir eigentlich nicht. Also eigentlich das heißt auch die offene Gesprächskultur. Also habt ihr da was dafür getan oder war die einfach gegeben und ihr profitiert davon? Ich glaube, das ist das Ergebnis jahrelanger Lobbyarbeit. Oder Kommunikation, wie du es halt ausdrücken willst. In Lübeck ist die TH, also meine Hochschule, sehr stark vernetzt. Also 37 Partner finde ich totaler Wahnsinn. Und da ist halt Dräger, Euroimmun, also Wirtschaft, die Großen dabei, alle Hochschulen. Das ist schon fett, finde ich. Also frage ich bloß, ob die sich auch alle einbringen später. Und ob die Zeit haben. Das wirst du nächstes Jahr berichten ja, können. Ja, genau. Gibt es noch weitere Fragen? Hier kommt eine rein. Wie könnt ihr die Geschwindigkeiten zwischen guten Konzepten und staatlicher Bürokratie besser zusammenbringen? Das ist die 1-Million-Dollar-Frage. Ja, genau. Wenn ich die Antwort habe, dann gehe ich in die Politik. Ja, okay. Oder, also trotzdem noch einmal ernsthaft nachgefragt. Also hast du einen kleinen Hack, weil nicht wir hatten ja gerade das Beispiel Brandschutz oder sowas. Es gibt ja viele andere gute Beispiele. Habt ihr irgendwie in der Stadt einen besonderen Ansprechpartner, eine Person, die für euch da ist oder sowas? Ich glaube, sowas funktioniert in einem kleineren Bundesland besser. So, um das von ganz primitiv. Also in Schleswig-Holstein sind die Wege kurz. Wenn ich irgendwas haben möchte und dann sagt der, das ist geht nicht, dann Moment, ich habe die Nummer vom Bürgermeister. Können wir nochmal mit dem kurz reden? Oder mit dem Präsidenten, ne? Vom Vizepräsident, Hochschule, Jochen, kannst du mal so. Und das geht bei uns, Kontakt zum Präsidium ist bei uns ziemlich kurz. Auf jeden Fall für mich. Vielleicht habe ich auch. Ne? Also, wer ein Projekt in Schleswig-Holstein plant, möge sich an Andreas Wittke wenden, er hat das richtige Telefonbuch. Genau. Das ist auch ein bisschen Grund dafür. Aber meine Kollegen haben auch alle Telefonbücher. Okay. Ich sehe, im Chat sind keine Fragen mehr, im Publikum auch nicht, oder? Dann vielen Dank für deine Zeit, Andreas. Ich hoffe, wir sehen dich nächstes Jahr wieder hier und dann für den Bericht, wie es läuft und wie es angenommen wurde vor allem. Genau. Sehr gerne. Vielen Dank für deine Zeit heute.